Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Hier aus meinem Wohnzimmer, da sehen wir uns jetzt öfter. Für mich ist das was ganz Neues, vor der Kamera zu stehen. Das ist auch sehr ungewohnt, mit der Kamera zu sprechen und nicht mit euch. Aber wir werden das hinkriegen. Ich habe den Toni auch mitgebracht. Der guckt sich das Ganze hier von der Ecke an. Ja. Wir fangen einfach mal so an, wie wir das in der Schule auch machen. Und zwar machen wir erstmal das Datum. Wir haben mittlerweile Winter. Heute ist Montag, der 11. Januar. 2021. Und heute ist ein besonderer Tag, denn heute gibt es ein Geburtstagskind. Das ist die Berenice. Und wir haben auch noch zwei andere Geburtstagskinder. Der Alex hatte am Freitag Geburtstag und am Montag vor Weihnachten hatte der Julius Geburtstag. Ich fange jetzt nicht an, ein Geburtstagsliedchen zu singen. Das möchte ich euch ersparen. Aber ich habe was anderes. Heute geht es um den Laut Sch. Der Laut Sch besteht aus drei Buchstaben, wie ihr seht. Und wir haben hier die Schere. Normalerweise in der Schule ist es so, dass ihr mir ganz viele Wörter nennt zu den Lauten und ich sie dann alle anschreibe. Jetzt muss ich mir selber Wörter überlegen. Hier ist noch ein Konfetti. So, fangen wir mal an. Ja, Schere können wir mal als erstes Wort nehmen. Dann stelle ich mir mal vor, was würdet ihr mir noch nennen? Ja, Schule. Was fällt uns noch ein zum Sch? Missen. Schirm. Uns mal die Wörter an. Also, wir haben Schere, Schule, Tauschen, Fisch, Schokolade, Flasche, Tasche,
Schnecke, Schuh, Mischen, Schirm. Ein Wort möchte ich gerne mal mit den Handzeichen lesen, und zwar Schule. Das Sch wird geklatscht. Sch, als würde man ein paar Hühner verscheuchen. So. Also Schule, Schule. Nochmal zusammen. Schule. Schule. Okay, das wische ich jetzt weg und dann zeige ich noch mal kurz, wie wir das Sch in die Linien schreiben. Das sind meine Linien. Ihr kennt das mit dem Häuschen. Ich muss mir das mir einmal hier drauf malen. Also, großes S. Und dann das kleine C. Und das H. Also, große S im Dach und im Erdgeschoss und C und H, also Z und H, hier im Erdgeschoss. Haben wir aber ein Wort, wo das Sch in der Mitte ist, so wie bei dem Wort tauschen. Also im Wort das Sch muss das S natürlich hier unten ins Erdgeschoss. So. Ich hole euch mal näher ran. So könnt ihr es besser sehen, glaube ich. So. Okay. Ihr habt heute als Übung die Seite 26 und 27 auf. Ihr kennt das Spiel. Einmal müsst ihr die Buchstaben nachfahren mit drei verschiedenen Farben. Hier unten habt ihr den Laut Sch und dazu Bilder, Lautbilder, und ihr sollt die Bilder mit Sch verbinden, wo ein Sch zu hören ist. Also sprecht euch diese Wörter laut nach und verbindet immer das Bild, wo ein Sch drin zu hören ist. Seite 27 schreibt ihr das Sch in die Linien, einmal in groß, einmal in klein und einmal abwechselnd groß und klein. Dann habt ihr einmal ein Wort, das müsst ihr lesen und schreiben, hier auch und hier auch. Dann kommt der Teil, den ihr im Heft macht, also da, wo Zebra Franz drauf zeigt, die Wörter ins Heft schreiben. Das mit dem Sternchen kannst du dir selber aussuchen, ob du das auch noch aufschreibst. Ich würde mich freuen, wenn du es tust. So, letzte Aufgabe. Wir haben hier einen Zug. Und wahrscheinlich deswegen einen Zug, weil der Sch, 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 Sch macht. So, und hier in der Rauchwolke können wir auch mehrere Sch entdecken. Die sollt ihr einkreisen. Ja, das war es schon mit der Sprache-Hausaufgabe. Ich wünsche euch viel Spaß und nachher geht es ja noch weiter mit Kinder-Yoga und mit Sachunterricht. Und ich hoffe, ihr habt heute einen schönen Tag. Bis dann!